Der rutscht mir gleich auch wieder entgegen, bestimmt. Du. Au. Oder mach einfach das. 90 Lebenspunkte. Nicht mal 10.000 Gold. Ah, sehr schön. Dich sacken wir gleich mal ein. Und wir waren irgendwo auch schon wo... Ich glaube hier. Wo wir die Statue haben stehen lassen. Genau. So. Dann räumen wir jetzt mal die Gegenden auf, die wir ausgelassen haben. Oh. So. Kaputt. Kaputt. Ja. 10.000 Gold, na also. Ja, gut, 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 gut. So, Lebenspunkte sehen wieder gut aus. Vor allem jetzt nach noch einem Hühnchen. Und Hölle. Waren wir auch seit einer Weile nicht mehr. Oh, 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 oh. Wahrscheinlich aus gutem Grund, ja. So. Also ja, hier in der Hölle. Die Truhe da kurz öffnen. Bossraum suchen für Heilung und dann wieder raus. Irgendwie habe ich kein gutes Gefühl bei der Sache. So. Ganz viel Gold. Hm. Okay. Einfach so eine Truhe. Keine Wächter, kein gar nichts. Okay. Oh. Warum hältst du so viel aus, verdammt? Also. Hops. Hops. So. Oh. Na, springen. Genau, in dem Moment ist es weg. Schlimm ist es doch nicht. Also am Anfang war die Hölle hier eben gerade echt ziemlich garstig, was die Räume angeht. Aber jetzt geht das langsam. Und die ganzen Schleime sorgen dafür, dass wir gute Lebenspunkte zurückbekommen. Wenn man sich nicht zu dusselig anstellt. Au, oh, wieso zum Beispiel? Gehört oder so. Ah, okay. Hm. Tonk. Nächster Hit müsste tödlich sein. Jo. Oh. Reach me in time. Vampirrune Cave. Sehr schön. Wir haben gar nicht so viel Schaden bekommen. Auch wenn das eine ganz schöne Kamikaze-Aktion war. Aber ja, gerade bei solchen Sachen würde sich die 0,1 mehr Invulnerability-Zeit doch auslohnen. Oh. Allgemein auch bei Bossen, wo man dann sieht, oh, die haben fast keine Lebenspunkte mehr. Hau ich einfach wie wild drauf. Und nutze die Unsterblichkeit aus. Da wird das auch schick. Lebenspunkte sehen erstaunlich gut aus. Sehen voll aus. Wir haben 21. Sollte aber die Klappe halten. Wir haben 21.000 Gold. So, kaputt, kaputt, kaputt. Okay. Sehr schön. Oh. Noch was drin? Nein. Hey, wo kommst du näher? Nicht du. Du warst schon vorher da. Und zack, sieht es mit dem Lebenspunkt schon nicht mehr so toll aus. Das ist echt der Wahnsinn. So, weg, 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 weg. Wir wollen einfach nur noch weg hier. Oh, Boss. Das war der Schleim.
Und da haben wir wirklich nicht die Lebenspunkte momentan für. Sonst würde ich den glatt versuchen, da die wirklich nicht so schwer zu sein scheinen. Okay. Wenn das so weitergeht, könnte ich genug Lebenspunkte zusammenbekommen. Sind jetzt bei knapp unter der Hälfte. Hm, ach, können wir uns irgendwo hin teleportieren, wo Räume in der Nähe sind, die einfach sein könnten? Ja, beim Wald. Hier. War doch der Waldeingang, oder? Das sieht jetzt nicht so wirklich einfach aus. Aber Hühnchen. Oh, oh. Oh. Das ist ein krasser Raum. Habe ich ganz schön Glück gehabt. Oh. Oh. So. Zwei Drittel voll. Okay. Unerwartet. Au. Au. Ja, fand ich so schön. Komm schon, gib mir den Bossraum für Lebenspunkte. Oder sowas. Yeah. Wir können fliegen, das macht schon mal gut was aus. Ah, sehr schön. Au, oh, Hühnchen. So. 28.000. 30.000. Sehr schön. Wenn wir jetzt noch einigermaßen Lebenspunkte zusammenbekommen und den Lava-Typen... Oh, oh. Wow. Und den Lavaschleim umbringen könnten, das würde richtig Schotter bringen. So. Au. Nicht so, nicht so. Ach, und schon so Bemühungen von drei Räumen wieder dahin, das ist... Oh, oh. Nicht so schön. Ah, was haben wir hier unten? Ein Tagebucheintrag. Und drei Chancen auf ein Hühnchen, wo keins drin ist. Und noch so ein doofer Raum wie der hier. Okay. Wow. So. Komm hoch, komm hoch, komm hoch, komm hoch. So. Oh, Schleim, sehr schön. Aber erstmal musst du sterben. Oh, es sind noch mehr Schleime. Okay. Oh. So. Okay, Halbzeit. 31.000 Lebenspunkte. Gold. Oh. Zack, zack, zack. Nicht treffen lassen. Nicht treffen lassen. So, sehr schön. Jetzt noch du weg. Und zwei Hühnchen finden. Dann ist alles gut. Komm schon. Hühnchen. 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 Oh. Ganz schön eng hier für so viele Schleime. Ich glaube, es sollte mal raus. Oh, 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 oh. Das kleine Feuer auf dem Boden. So. Oh. Komm schon, Hühnchen. Ja. Oh, ist noch umgekippt. Okay. Stacheln. Stacheln, ausfahrbare Stacheln und Feuer. Oh. So. Da ist eine Truhe. Und da ist ein Hund. So. Hunde werden probiert. Hund ist tot. Komm, na komm.
nochmal gegenlaufen. Oder er springt einfach in die Stacheln. So, hier stellen wir was in den Weg. Sehr schön. Den ganzen kleinen Kram hier auch weghauen und hoffen, dass da irgendwo was Lebenserhaltendes drin ist. Ah, nein. Ich bin so vorsichtig und dann wieder sowas. Aber na gut. Wir haben einen Royal Chestplate freigeschaltet. Damit dürfte das Royal Set bald voll sein. Stimmt eigentlich. Ich wollte mal überprüfen, ob es sowas wie Set-Bonis gibt. Gut, erstmal brauchen wir eh mehr Hühnchen. Gold ist auch okay, aber sie wollten mehr Hühnchen. Oh. Kaputt, kaputt, kaputt. So. Komm schon. Quietsch. Weiter hoch. So. Alles frei. Komm schon, Hühnchen. Oh. Ich glaube, ein Treffer reicht nicht, genau. Kaputt. 40.000 Goldmünzen. Das werden schön viele Upgrades werden. Da bin ich jetzt schmerzfrei. So, so Stallion, weg mit dir. Oh. Okay, dann halt so. Komm schon. Warum ist da eine Truhe, die ich nicht aufgehoben habe? Ah, sehr interessant. Okay. Und damit ist der Wald fast clear. Nope. Wir müssen noch links rüber, okay. Nein! Oh. Nein, 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 nein. Okay, okay. Alles gut. Nicht ins Feuer springen. Nicht in die Stacheln springen. Nicht vom Schleim anspringen lassen. Nicht vom anderen Schleim anspringen lassen. Sehr gut. Das war gerade wieder viel zu knapp. Aber 44.683. Und fast... Nein! Nein! Ich wollte sagen, fast fertig mit dem Wald. Ein Treffer. Ein Treffer halten wir noch aus. Wenn jetzt nichts dazwischen kommt. Oh, sehr schön. Zwei Treffer halten wir aus. So, mehr Treffer halten wir aus. Geh weg, du blödes Feuer. So. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Komm, noch ein großer Schleim. Pferd ist auch okay. So. 45.000 und der Wald ist gleich clear. Ich glaub's nicht. Das ist ein sehr, sehr guter Run. Oh. Oh. Genau. Einfach. Kein Risiko. Na komm. So. Und Mana ab.
Ja, okay. Hühnchen wäre mir lieber. Nee, stimmt nicht. Langfristig mehr Mana zu haben, ist besser als ein Hühnchen. Das stimmt halt schon. Du bist kein Bild. Du bist schlimmer als ein Bild. Du bist ein großer Erzfeind. Aber das könnte ich hinbekommen. Der ist nicht tierisch langsam. Und wir können fliegen. Oh. 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 Ich muss nur sehr vorsichtig sein. Ein Treffer noch. Für beide. Ich glaube, ich halte einen mehr aus als er. Sehr schön. Und das heilige Schwert. Also wenn das nicht gut ist, dann weiß ich auch nicht. So, wir haben noch einen Raum. Oh. Das hätte ins Auge gehen können. Und das ist der Bossraum. Yeah. Ich würde 2 Treffer aushalten. Vielleicht 3. Ah, das macht... Uah. Geh weg. Ich hasse diese Viecher. Nee, komm. Können wir uns irgendwo hin teleportieren, wo wir es leichter haben? Ja, da ganz hinten. Boah, haben wir schon viel weggemacht. Okay. So. Und hoch. Und versuchen, Lebenspunkte zu machen. Also ein Treffer halten wir auf jeden Fall noch aus, glaube ich. Ist auch schön, ne? Auf jeden Fall, glaube ich. So, 65. Aber ja, müsste hinhauen. Kein Nimbus, kein Hühnchen, dafür Gold. 52.000. Ich freue mich schon aufs Einkaufen gleich. So, natürlich müsste sie hier dafür sterben, aber sie hat ein so gutes Leben gehabt, da kann man echt nicht meckern. Also für einen Abenteurer, der eh nur eine Stunde maximal lebt. Oh. Oh, okay. Jetzt könnten wir schon 2 Treffer aushalten. 10. Noch mehr Gold. Und gleich 3 Treffer. Sehr schön. Ziehen, ziehen. Und ich denke mal, wenn wir gezielt auf die Bosse losgehen würden, könnten wir die auch alle nacheinander abhaken. Der Bosskampf, also der Hauptboss, der könnte später echt ein Problem werden. Aber ich denke mal, Schleim und der andere Vogel müsste locker machbar sein. Der andere Vogel wäre Alexander. Mit den ganzen Schädeln. So. Sehr schön, Hühnchen. Das heißt, hier oben geht es jetzt nach Maya. Jo. Wow, viel zu viele Augen. Das brauche ich jetzt echt nicht. Komm mal her. Du, komm auch mal her. Komm. Aber ich kriege leider nicht. Oh, und das sieht aus wie ein Raum von den großen Jungs. Genau. Ah, was kommt jetzt? Feuer. Oh, Hühnchen. Das macht fast gar keinen Schaden. Au. Oh, nein. Aber gegen diese Minibosse zu sterben, war das ein würdiger Tod. Also gucken wir mal. Eine Reihe voll. 2 Reihen voll. 3 Reihen voll. 4 Reihen voll. Sehr, sehr cool. Okay, und gleich geben wir richtig, richtig viel Schotter aus. Also bis denn.